Willkommen heute bei Minecraft. Genau, ich muss überlegen, wo ich überhaupt bin. Hier, ich werde, das ist das Eichengebiet. Nicht das Abbaugebiet, sondern das Eichengebiet. Ich werde hier nur ein paar Eichen setzen. So. Und hier noch eine. Und dann sind wir ja bald mit dem hinteren Gebiet so ein kleines bisschen fertig. Sofern die Bäume auch möchten. Das ist immer so eine Frage. Die haben ja immer so einen Eigenwillen. Ja. Hier hinten war ja nur Wiese. Das ist so der Vorgarten der Universität, der Schule. Obwohl es mehr aussieht wie eine Fressecke. Oh, eine riesen Halle, aber es soll eigentlich nach dem Modpack eine Schule sein und Universität. Echt? Könntest du mir die Taschentücher rüberschmeißen? Ja. So, ich habe die Taschentücher getroffen. So, ja, ich habe mir die eine Aufnahme mal angehört und ich muss ehrlich sagen, ich habe unser... Ich wollte gerade von Ihnen sprechen. Ich habe ihn vorhin in der Aufnahme gehört, wie er da in die Tür einbrechen wollte. Und ich ihn da abhalten musste. Wie er sich da so lautstark beschwert hat. Ja, unsere Katzen reden mit uns. Vor allem eigentlich die Katze mehr, wenn kein Besuch da ist. Sobald Besuch da ist, ist sie normalerweise weg. Ja. Heute war es auch weg, weil es war ein Kind da. Und naja, bei Kindern leuchten bei den Katzen immer die Alarmglocken. Bei Frauen nicht, außer wenn eine Frau im Rollstuhl drin sitzt, macht ihr das nicht aus, aber er denkt dann immer, was ist denn das für ein Riesending, das ist bestimmt gefährlich. Ja, zumindest hat er letztens so geschaut. So. Da wollen wir mal. So, hier, da. Und hier. Das ist so. Oh, ich nehme das als kleinen Vorgarten. Einmal hier. Und einmal hier. Und einmal da. Gut, zwei Bäume müssen reichen. Schön grün reinhauen. Super. Wenn ich jetzt in das Gebäude überall noch Glowstones reinsetze, dann haben wir ja bald einen Wasserturm und kein Hochhaus. Wie kann man das aus Eis machen hier? Ein Glas wäre besser. Jetzt gucke ich mal, ob man hier drinnen nicht noch was ausbessern kann. Vielleicht so eine Art ja, bestimmt hier. So. So, die sogenannten Schnittpunkte. Gut. Dann braucht man ja nicht viel machen hier. Okay. Wir haben hier, ich bin gerade etwas abgelenkt, wir haben hier so einen Gummiball, so eine Art Wasserball. Also Trainingsball, so ein Gymnastikball. Ihr kennt ja diese Dinger, die man da so, die großen. Ein Sitzball. Genau. Als einmal das Grüßen. Und mein Frauchen übt ja mit ihrer Schwangerschaft und jetzt hat sie diesen Sitzball auf ihren Füßen vor sich, das Tablet, um noch eine Folge zu schauen, irgendein Video. Und sitzt auf meinem Chefsessel. Apropos Chefsessel, ich habe einen bequemen, tollen Sessel. Nur ich komme nie darauf zu sitzen. Entweder hat sich die Katze draufgeschmissen, also die ist ja der Boss von den Katzen. Also wir haben zwei. Ein er, ein sie und sie ist der Boss, weil sie schon älter ist. Und wenn wir Besuch haben, setzen die Kinder auf den Chefsessel. Und ja, und ich sitze entweder am PC, zocke und nehme auf. Und wenn ich mal die Möglichkeit habe, da zu sitzen, dann heißt es, komm rüber, kuscheln. Dann komme ich auch nicht auf meinen Chefsessel.
Ich freue mich schon, wenn das Kind da ist, ich das Kind auf dem Bauch habe, erstmal Magenknurren hört, weil ich nicht mehr zum Essen komme und ich auf meinem Chefsessel sitzen kann. Oh, ich habe hier den Abas, der meckert hier rum. Ja, jetzt hat er sich auf, jetzt hat er nicht mehr gemacht. Also darum, da freue ich mich schon hin. Gut, das kann ja auch noch bepflanzt werden. Ich muss natürlich alles mit Bäumen belegen. Es gibt ja auch Stellen ohne Bäume. Aber diese Ecke kann, da können ruhig ein paar Bäume, ehrlich gesagt, hin. Habe ich denn das von der anderen Seite schon eine Straße gelegt, bevor ich jetzt hier was mache? Ja, die Straße geht direkt in den Park, von dem Park geht man direkt ins Haus rein. Passt super. Das heißt, ich werde jetzt mal hier auch hier ein paar Bäume setzen. Aber hier werde ich, hier so eine kleine Grünfläche, die ich ja ausnutzen kann. Und jetzt hier, so. Einmal hier, dann einmal da, einmal da und einmal da. Überall ein paar kleine Bäumchen. Freikörperkultur für die Bäume. Wenn man die nackt sehen, macht uns das nicht aus. Wenn man manche Menschen nackt sieht, kriegt man einen Herzinfarkt. Deswegen hatte mein Ehemann ja auch schon 5. Der musste mich nackt sehen. Ja, ich musste meinem Frauchen nackt sehen. Das war schlimm genug. Jetzt habe ich dich ein bisschen aus dem Konzept gebracht, wa? Ich frage mich bloß, wie das Kind entstanden ist. Ich glaube, das ist gar nicht von mir. Ich war nämlich ja nicht dabei, wo das Kind gemacht worden ist. Nicht. So. Ich kann mich ganz gut dran erinnern, als ich dich besoffen gemacht habe und du von nichts mehr mitgekriegt hast. Was K.O.-Tropfen nicht alles bewirken. Gut, hier Bäumchen. Bäumchen. Da auch. Ja, also. Also nach der Geburt werde ich mal einen Vaterschaftstest machen. Und dann werde ich mal rausfinden. Nein, werde ich nicht machen. Das Kind ist jetzt schon wie du. Also, was ich, bin der ich bin der Vater. Also, ich erkläre noch Schwachsinn. Komm doch mal hier. Ich habe noch dran gearbeitet, da hätte ich gar keine Zeit für jemand anderes. Stimmt, wir haben echt hart dran gearbeitet. Oh Gott, das tut mir übel von mir selber. Ja. Nehmt euch mich nicht als Beispiel. Ich sag euch mal, wenn ihr mich als Beispiel nehmt, wisst ihr, was ihr werdet. Ihr werdet immer noch als Opa in der Schule sein, ich rede jetzt nicht von Arbeiten, ihr werdet noch immer in der Schule landen, ihr werdet nicht aus der Schule rauskommen, ihr habt immer weiter kloppy Mitschüler, die denken, die müssen Scheibe drehen und wiederum auch Schüler, die super sind. Strafe muss sein! Und das ist leider die Strafe, wenn man eigentlich nichts im Leben schafft. Man hat zwar mehrere Ausbildungen und mehrere Abschlüsse, aber es bringt nichts. Man landet trotzdem in dem Alter noch in der Schule. Ist nicht egal, ob man Schüler ist oder noch da arbeitet. Davon habe ich ja nicht geredet. Davon war ja auch nicht die Rede. Ich habe ja nur gesagt, man ist noch in der Schule. Als in welcher Position ist eine andere Sache. So. Also Kinder, lernt brav. Dann werdet ihr nicht sowas wie Erzieher, Lehrer oder sonst was. Dann müsst ihr nicht noch bis zur Rente in der Schule hocken. Ja. Ihr verdient zwar einigermaßen okay Geld, aber ihr könnt damit leben. Einige können sich sogar ein Haus kaufen. Ja, im Büro hocken mit alten Leuten um sich rum ist viel schöner als mit jungen. So gleich viel entspannter. Wenn alle nur noch über Hitzewallungen reden im Sommer. So, ich muss ja noch die kleinen Ecken hier ausfüllen. Und dann bin ich in dieser Folge auch mit dieser kleinen Gegend hier fertig. So. Und wie immer ist bei Minecraft schon wieder mal, ja, ihr wisst es schon, Nacht. Es ist Minecraft immer Nacht. Warum heißt es nicht eigentlich nicht, warum heißt das Minecraft, wenn es eigentlich Mine Night heißt? Oder Minecraft Night. Müsste man Microsoft mal schicken. Mahjong oder Mahjong ist es ja nicht mehr. Mojang. Oder Mojang. Mahjong, Mojang. Der hat ja Verbot.
Da darf sich halt den noch nicht mal nähern und dann veranstalten. Nee, das war der Notch. Oder der Notch? Naja, auf jeden Fall einer der Mitgründer darf sich halt dem nicht mehr nähern, der es verkauft hat, war ja eine Auflage. Aber den ist das, glaube ich, auch herzlich egal, weil er hat ja genug. So, die Musik ist wirklich super laut in meinem PC, aber zumindest habe ich im Aufnahmeprogramm dieses Ding hier runter gepegelt. So. Was hat dein Tonleiser? Ja, ich habe hier, stimmt, mein Ton am Rechner über ist so laut. Bei Escape Option kannst du die Musik leiser machen. Gut, ich muss mal kurz hier den bei Ton. Audio oder so geht das. So. Gut, ich bin ja froh, dass bei Minecraft überhaupt mal was läuft. Jetzt muss ich erstmal orientieren, wo bin ich denn überhaupt. Ja, in der nächsten Folge kann ich die Ecke noch machen. Und gehe dann eigentlich hier hin. Was ist denn hier? Okay. Da hat der Entwickler seine Fenster in der Luft hängen gelassen. Das habe ich, ist nicht mein Verschulden hier. Aber es ist ja auch egal, wir sehen uns in der nächsten Folge bei einer weiteren Folge Begrünung und Beleuchtung. Viel Spaß noch.